Hallo und herzlich willkommen. Heute gibt es ordentlich was zu sehen, denn neben den kleinen Verbesserungen haben wir in den letzten Monaten auch an einigen großen Änderungen gearbeitet. Umso mehr freue ich mich jetzt, Sie durch die wichtigsten Dinge zu führen. Beginnen wollen wir mit den neuen Aufgaben. Was sich geändert hat, zeige ich Ihnen auf der Seite unseres Sommerfestprojektes. An der gewohnten Stelle sehe ich dort direkt die hinterlegte Aufgabe. Das Layout der Aufgaben hat sich ziemlich radikal verändert. Sowohl beim Anlegen als auch beim Bearbeiten von Aufgaben werden Sie jetzt diese große gelbe Box vermissen. Sie können, um Aufgaben Texte zu bearbeiten, jetzt einfach reinklicken in die Aufgabe und direkt dort anfangen, die Aufgabe zu editieren. Gleiches gilt für alle anderen Optionen von Aufgaben oder alle anderen Felder von Aufgaben. Sie können zum Beispiel einfach auf das Symbol hier klicken, um die Art der Aufgabe zu verändern oder eben auf das Datum klicken, um das Datum zu verändern, die Zeit und so weiter. Sie verstehen, worum es geht. Gleiches beim Anlegen von Aufgaben. Das Layout ist dort auch jetzt neu und verändert. Es gibt hinzugekommen noch ein paar ziemlich interessante Unterstützungen. Das heißt, wenn Sie jetzt anfangen, eine, sagen wir mal, typische Aufgabe sich aufzuschreiben, zum Beispiel übermorgen Kunde anrufen. Im Angebot. Dann gibt es viele Dinge, die wir jetzt schon automatisch erkannt und gesetzt haben, sodass Sie nicht mehr in dem Formular rumklicken müssen. Also sowohl die Art der Aufgabe haben wir automatisch auf Telefonat erkannt. Wir haben erkannt, dass es um übermorgen geht und auch wenn Sie sowas wie die Uhrzeit noch hinten dran schreiben, also zum Beispiel einfach 16 Uhr, dann werden wir auch das erkennen und automatisch direkt setzen. Mit einem kurzen Enter speichern Sie die Aufgabe dann und ich denke, damit sind Sie deutlich flotter als bislang. Wo wir gerade schon bei Aufgaben sind. Aufgaben haben gerade in Projekten und Angeboten immer so ein bisschen das Problem gehabt, dass sie vielleicht unübersichtlich werden, wenn es eben mehr als 5 Aufgaben gibt. Und wenn wir jetzt unser Sommerfest nehmen, sobald ich hier 5 oder 10 Aufgaben reingeschrieben habe, fehlt vielleicht so ein bisschen die Struktur. Um das besser in den Griff zu bekommen, gibt es unser zweiten großen Punkt in diesem Update, nämlich Aufgabenlisten. Sie können jetzt neben Aufgaben und Terminen auch Aufgabenlisten anlegen und die sorgen eben für eine etwas bessere Gruppierung. Das heißt, ich kann zum Beispiel jetzt für mein Sommerfest die Liste Vorbereitung anlegen. Ich könnte ja noch eine Beschreibung hinterlegen. Zum Beispiel alles, was vorzubereiten ist. Ich speichere diese Aufgabenliste und jetzt kann ich, sobald ich anfange, hier Aufgaben reinzutippen, also zum Beispiel Saft kaufen und Würstchen kaufen. Und was kann man noch gebrauchen für so ein Sommerfest? Regenschirme, wenn ich rausgucke. Ich tippe diese Aufgaben einfach runter und ohne irgendwie ein Datum oder irgendeine Art zu vergeben. Das ist auch eine Neuerung. Aufgaben können ab sofort auch ohne Datum bestehen. Also es muss nicht immer ein Datum auf Krampf gesetzt werden, was Sie dann immer vor sich herschieben, sondern wenn Sie einfach eine Aufgabe haben, die Sie sich so ein bisschen im Hinterkopf behalten möchten, dann legen Sie die Aufgabe einfach ohne Datum an. Und das ist natürlich gerade für solche Aufgabenlisten sehr, sehr einfach und hilfreich. Ich kann jetzt hingehen und diese Aufgaben innerhalb der Liste natürlich auch verschieben. Ich kann sie auch oben in diesen allgemeinen Aufgabenteil meines Projektes schieben. Und ich habe noch eine ganz interessante Neuerung zu diesen Aufgaben. Ich kann nämlich kommentieren. Also wenn jetzt jemand sich fragt, was hat es denn mit dem Würstchenkaufen auf sich, dann kann der Kollege zum Beispiel auf dieses Kommentarsymbol hier gehen und dort einfach die Rückfrage stellen, Krakauer oder normale. Er kann hier über die Benachrichtigung, wie Sie das von den Notizen schon kennen, einfach auswählen, welcher Kollege benachrichtigt werden soll und das System kümmert sich im Hintergrund dann genau darum. Wenn Sie zurückgehen auf das Sommerfest, sehen Sie natürlich direkt dort auch, dass es einen Kommentar zu dieser Aufgabe gibt. Und das ist natürlich für jeden Kollegen so auch ganz einfach und schnell ersichtlich. Weil man häufig Aufgabenblöcke hat, die man immer wieder benutzt, insbesondere wenn man halt im Projektgeschäft tätig ist und immer mal wieder zum Beispiel Feste ausrichtet oder immer mal wieder Webseiten entwickelt, dann hat man gerade zu Beginn des Projektes häufig
Standardaufgaben, die man nacheinander abhaken möchte. Und damit Sie sich nicht immer wieder diese Standardaufgaben von Ihrem Zettel zusammensuchen müssen, können Sie diese Aufgabenlisten auch als Vorlagen speichern. Das funktioniert ganz einfach, indem Sie bei einer bestehenden Liste, die Sie sich erstellt haben, rechts auf diese drei Punkte gehen und auf als Vorlage speichern gehen. Wenn Sie das einmal getan haben, können Sie überall dort, wo Sie auf Aufgabenliste anlegen gehen können, nicht nur eine neue anlegen, sondern eben auch aus den Vorlagen wählen. Da gibt es dann zum Beispiel die Vorbereitungsliste, die ich einfach mit einem Klick auswählen kann. Und dann wird sie in mein Projekt, in dem ich mich gerade bewege, oder in die Angebote, das sind die Bereiche, wo wir Aufgabenlisten eingeführt haben, wird sie einfach eingefügt. Und jetzt kann ich hier beginnen mit meinen weiteren Dingen oder mit meinen Anpassungen. Ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte hier jetzt das Datum festlegen, das wollen wir diese Woche machen und so weiter und so fort. Ich kann natürlich auch Aufgaben übrigens von Liste zu Liste schieben, ganz klar. Das sind die zwei großen Dinge zu Aufgaben und Aufgabenlisten, die wir geändert haben. Der nächste Bereich, der betrifft das Filtern, zum Beispiel jetzt am Beispiel auf der Seite von Personen. Bislang konnten Sie in der rechten Spalte bei Filtern und Segmentieren nach Tags und anderen Filterkriterien einschränken. Zum Beispiel konnten Sie sagen, ich möchte gerne alle Kunden, die A-Kunde sind. Oder ich möchte alle Kunden, die B-Kunde sind. Sobald Sie aber gesagt haben, ich möchte die mit A-Kunde und B-Kunde, dann haben wir die Schnittmenge genommen. Und genau da sieht man jetzt das Problem, ne? Bei dem Konzept A-Kunde, B-Kunde macht es natürlich keinen Sinn, dass es eine Schnittmenge gibt. Ich möchte also wahrscheinlich jetzt gerade alle, die A- oder B-Kunde sind. Um diese Möglichkeit zu schaffen und um dennoch die Standardfilterfälle wie dieses gib mir mal alle mit dem Tag XY schön einfach und schnell zu halten, haben wir uns dazu entschlossen, einen erweiterten Filter zu entwickeln, aber die Standardansicht ebenso zu lassen, wie sie bis dato ist. Wenn Sie hier rechts auf diese drei Punkte gehen, gibt es dort die Möglichkeit, den erweiterten Filter an oder eben abzuschalten. Hier bekommen Sie eine Art Formeleditor und Sie können sich unten alles, was Sie haben möchten, in Ihrer Formel zusammenklicken und oben sehen Sie dann die Formel, wie sie aufgebaut ist und können diese noch verändern. Fangen wir also mal an mit dem Beispiel von eben, zum Beispiel A-Kunde. Oder B-Kunde. Das heißt, ich kann hier den Operator auswählen und hier einfach reinklicken, nehme jetzt das B-Kunde-Tag noch dazu und klicke einmal auf Filtern und schon bekomme ich hier links meine Trefferliste mit allen, die das Tag A-Kunde oder das Tag B-Kunde haben. Das kann ich natürlich beliebig erweitern, indem ich noch weitere Tags hinzufüge, kann da sehr, sehr lange Ketten an Formeln bauen. Und es gibt natürlich alle Felder, die Sie bislang auch so kennen. Also sprich auch den Filter nach Postleitzahl und Ort, den Filter nach Umsätzen und all solchen Dingen. Was man noch machen kann, man kann sagen, dass man spezielle Dinge nicht haben möchte, explizit nicht haben möchte. Nehmen wir mal den Fall, ich möchte mit einer Klammer zum Beispiel alle Kunden, die irgendwie was mit Automobil zu tun haben oder mit Automobilmesse. Ich kann hier oben auch einfach auf den Operator klicken und damit ändere ich ihn quasi von und auf oder. Jetzt mache ich meine Klammer wieder zu. Das sind jetzt also alle Kontakte, die irgendwie was mit Automobil zu tun haben. Und jetzt möchte ich die, die nicht den Newsletter von uns bekommen. Ich mache also eine Unverknüpfung und wenn ich auf das Tag Newsletter klicke, wird es zum negativen Tag Newsletter. Das heißt, das ist das ausschließende Tag Newsletter. Und somit habe ich jetzt die Formel, alle, die irgendwie was mit Automobil am Hut haben und nicht unsere Newsletter bekommen. Ich klicke auf Filtern und bekomme direkt meine Treffer. Das sind wahrscheinlich die Leute, die vielleicht Interesse an unserem Newsletter haben könnten, ihn aber aus irgendeinem Grund noch nicht abonniert haben. Und vielleicht ist es eine ganz gute Idee, die mal anzusprechen. So viel zum erweiterten Filter. Eine kleine Neuerung gibt es noch zum Verwalten von Tags. Sie konnten in der einfachen Ansicht bislang auf das Tag klicken, um es zu bearbeiten oder zu löschen. Wenn Sie jetzt auf das Tag klicken, wird es einfach aktiviert. Sie können aber natürlich weiterhin Tags bearbeiten oder auch löschen. Wir haben das Ganze nur ein bisschen ausgelagert und zwar, indem Sie hier auf diese drei Punkte wieder klicken, kommen Sie auf die Tags verwalten Seite und dort listen wir Ihnen alle Tags auf, die Sie jetzt im Moment in dem Bereich Personen haben, jeweils mit der Anzahl auch dahinter. Und hier können Sie jetzt ganz genau sagen, ich möchte zum Beispiel alle mit dem Automobil-Tag bearbeiten oder löschen. Sie können hier natürlich auch die Einschränkung auf den jeweiligen Bereich aufheben
und eben alle Tags über alle ihre Bereiche, also über alle Personen, Firmen, Angebote, Projekte hinweg, dann eben bearbeiten oder löschen. Ich hoffe, dieses Update macht Ihnen genauso viel Freude wie uns. Und wenn es dazu Fragen gibt, dann lassen Sie es natürlich gerne wissen. Sowohl Lob als auch Kritik sind natürlich gerne gesehen. Ich wünsche Ihnen noch eine gute Woche und danke fürs Zuschauen.